Herzlich willkommen, total recht herzlich. Es ist immer noch in aller Munde Artikel 13 und ich sage immer Hashtag for the web. Sir Tom Berners-Lee. So, World Wide Web, diese WWW, das ist der Datenträger. Über diese Formel World Wide Web funktioniert an sich alles und nicht das Internet. Das ist ein Trugschluss. Internet ist zwar schön, ist zwar nett, aber ist nicht World Wide Web. Sir Tom Berners-Lee wird am 12.03.2019 Happy Birthday ausrufen, 30 Jahre World Wide Web. The World Wide Web Foundation. Also in diesem Falle muss ich erstmal jemanden grüßen. Ich muss meinen besten Fan grüßen, der sich jedes Mal anmeldet unter anderem Namen, um hier drunter irgendwas zu schreiben. Man hat keine Ahnung, man hat keinen Plan. Was hat er noch? Er geht davon aus, dass man besoffen ist und so weiter und so fort. Ich finde das super. Also meinen besten Fan, der sich ständig anmeldet mit null Follows und mit null Beiträgen, nur um hier drunter schreiben zu können. Ach, recht herzlich erstmal willkommen. Das muss man erstmal haben. Ich meine, das hat nicht jeder. So, ihr habt 1,9 Millionen Follows. Ihr habt 500.000. Ich unterbreche jetzt mal. Ein Medienanwalt, ein Urheberrechtsanwalt aus Köln. So, er ist auch 100% gegen Artikel 13, weil Artikel 13 mit Datenschutz nichts zu tun, 9a und 11 auch nicht. Weil Datenschutz sieht halt anders aus. So, das nennt man ja Streaming. Mittlerweile muss man ja keinem etwas vorstellen, weil hat ja jeder. Ne? Ihr seid ja bestens ausgebildet im Online, wie man online umgeht, miteinander umgeht, Apps und was weiß ich nicht, Memes und keine Ahnung, was er da alles so jeden Tag auf den Markt werft. So, die Jugend-ZB hat eine andere Ausgangssprache, die Jugend hat andere Vorstellungen und die Jugend demonstriert im Moment Gott sei Dank in Ruhe. Hashtag nie mehr CDU, hört sich gut an. Mittlerweile prägt sich das auch ein. Wie gesagt, die Älteren ab 60, 70, 80, die verstehen das gar nicht, worum es geht. Sie verstehen ja auch gar nicht, dass der Datenhighway kommt, dass die Leute demnächst ja, wie gesagt, nur noch über den sogenannten Datenhighway kommunizieren sollen. Das Analoge geht halt verloren. So, es gibt die Datencourage. Das sind hochrangige Studenten, die eine Datenbewegung gegründet haben, couragiert zu sagen, stopp mal, meine Daten bekommst du nicht. Gesetzter Fall, du verlierst einen Schlüssel, einen Sicherheitsschlüssel, sollst du deine kompletten Daten, du sollst deine kompletten Daten abgeben, um einen neuen Sicherheitsschlüssel zu bekommen. Und das ist ja wohl gegen Daten. Also das ist ja... Also Datenmissbrauch. Wenn ihr an irgendeiner Theke steht, in einer Reihe, und dann wird gefragt, ja, jetzt brauche ich Ihre Daten. Und dann hört man dann plötzlich den Namen, Adresse, sogar eine Telefonnummer, richtig schön laut in der Reihe. Wo ist denn da Datenschutz? Also Datenschutz sieht anders aus. Wie gesagt, er redet darüber, weil die bekriegen sich auch. Er hat natürlich auch wunderbare Freunde, so wie ich, die sich anmelden, ohne Follows. Hauptsache, sie können da drunter schreiben, der ist ja besoffen, du hast keine Ahnung. Ich liebe Trolle. Ich liebe Trolle, weil Trolle sind trollig. Ja, und sie sind rollig. Und wenn die dann, wie gesagt, loslegen, und darum geht es an sich. Das World Wide Web ist der Datenträger, der die Daten sozusagen durch das Netz trägt. Und das ist die Sprache HTML, die da erfunden wurde. Damit alle gleich sind, weil verschiedene nicht gleich kommunizieren konnten. Also die Geräte konnten nicht miteinander gleich kommunizieren. Und deswegen wurde eine Sprache erfunden, damit alle Geräte auf diesem Planeten miteinander kommunizieren können. Dann haben welche wie Firefox, auch Studenten, das erfunden, freigegeben als soziale Leistung. Am Anfang stand soziale Leistung. Sozial. Sozial heißt, man gibt etwas, man nimmt etwas und gibt es weiter. Aber das ist ja absolut vorbei. Ja? Also heute ist ja Krieg angesagt. Wie gesagt, man meldet sich an
um jetzt da drunter zu schreiben, natürlich nichts Gutes, ist klar. Ich stehe immer noch für Hashtag for the web, für die Foundation, für Sir Tim Berners-Lee, der das Ganze auf den Weg bringt, der im Mai das Neue vorstellen will, das Neue, den neuen Datenträger des WWW. Lass uns mal überraschen, was dieses WWW als Datenträger da neu auf den Weg gebracht wird. Neue Algorithmen, neue Strukturen, schauen wir mal. Jedenfalls am 12.03. erstmal feiern wir 30 Jahre das World Wide Web, den Datenträger. Wir feiern auch Sir Tim, sagen wir mal so, Sir Tim hat dann seine 30 Jahre, schade eigentlich, dass er kein Patent auf das World Wide Web genommen hat, auf das gesamte Compendium, was er sich da ausgedacht hat, dann wäre er jetzt der reichste Mann der Welt und nicht Amazon. Ja, Amazon hat mit 120 Milliarden zurzeit der reichste Mann. Dann, wie gesagt, Facebook, Zuckerberg ist auf dritten oder vierten Platz gerutscht. Von Google spricht man nicht, wie viele die haben. Jedenfalls an 50. Stelle ist hier die Aldi-Gruppe hier in Deutschland als milliardenschwere, ist halt so. Sir Tim hat leider nur 50 Millionen und braucht dann halt Spenden für seine Ideen. Ist halt Professor am MIT und so weiter, hat auch sein Alter, 64 mittlerweile. Aber wie gesagt, so hat er sich das nicht vorgestellt vor 30 Jahren. Vor 30 Jahren ist das World Wide Web erfunden worden, der sogenannte Datenträger, der das Ganze dann, also die Computer kommunizieren. Und die Sprache der Kommunikation hat er sozusagen erfunden, auf den Weg gebracht, neu umgestaltet. Dann gab es noch andere, wie Adobe zum Beispiel, die haben eine andere Sprache, die Flash-Oberfläche, die nicht, also da konnte man nichts wegnehmen. Hier kann man ja vieles wegnehmen. Ja? Also wie gesagt, das hier ist jetzt momentan so ein Beitrag von unserem Rechtsanwalt WBS aus Köln, der ist momentan im Urlaub, hat also auch, weil ja, wie gesagt, das vorgezogen werden sollte, Artikel 13, gestern war ja eine Demo, mal wieder in Köln, kurz ausgesprochen, 7.500 Jugendliche waren da, die ganzen YouTuber, beziehungsweise die YouTuber, die da halt euch als Stars und Sternchen da ins Mikrofon gesprochen, die sich bei Backwerk bedankt haben, den Strom erhalten zu haben. Ja, ich meine, war eine tolle Runde bei 7.500. Sie haben auch laut geschrien, nie wieder CDU. Wir sind auch keine Bots. War hochgradig interessant. Wie gesagt, wie soll ich erklären? Er wird natürlich angegriffen hier, der Rechtsanwalt aus der Gruppe WBS in Köln, weil er natürlich verdammt viele Zuschauer hat, viele Follows hat und somit Geld verdient. So, For the Web, Sir Tim, ist jetzt kein Freund von Gigantin, also von Leuten, die zu viel Geld verdienen, also Konzern, Gigantinismus, also Giganten, ja. Er hat da was gegen. Er sagt auch ziemlich offen, an sich müsste Google und Facebook zerschlagen werden. Also so hat er sich das nicht vorgestellt. Und wenn wir jetzt bei den Politikern bleiben, die wie gesagt gar keinen Plan haben vom Datenhighway, die auch gar keinen Plan haben, worum es geht, die da im Analogen sagen, das Urheberrecht muss geschützt werden, ist richtig, aber das Datenrecht, das Recht auf seine Daten liegt bei jedem selbst. Jeder selbst fördert seine Daten und beschützt seine Daten. Es kann nicht sein, für einen Schlüssel, für ein Auto, seine kompletten Daten abzugeben, um einen neuen Schlüssel zu bekommen. Das ist kein Datenschutz. Ja? Es gab ja auch eine Bevorratung von Daten. Eine Bevorratung von Daten, da waren die Leute auch gegen. 1980 waren wir alle gegen Daten. Ja? Wir waren alle gegen Daten, wir haben alle protestiert, wir waren 83 Millionen, also fast ganz Deutschland hat gesagt, nee, ist nicht. Unsere Daten sind uns heilig. So, und jetzt, nach 89, ja, nach 90, nach 95, CeBIT, hauen wir jetzt alle unsere Daten raus. Ja, wir hauen alle unsere Daten raus, wir lassen die Daten stehen, ja, wir schreien sie regelrecht raus, wir schreien ins Smartphone, dass man daneben steht und zuhören kann, worum es überhaupt geht. Ja? Das hat es in der Analogie, in der Unterhaltung nicht gegeben. Da hat man Vertrauliches in einem Raum gesprochen, wo es vertraulich blieb. Aber heute hängt es ja draußen. Viele hängen das sogar draußen als Schild. Ja?
Also hier der Datenhighway, den wir hier gegründet haben seit 1976, finde ich super toll, dass wir da einen haben, der wie gesagt hergeht und sich extra bei YouTube anmeldet, null Follows, null Videos und dann darunter schreibt, wie nennt er sich, Dr. Wiskowski oder keine Ahnung, der Willi, keine Ahnung, er denkt sich jedes Mal einen neuen aus, weil hin und wieder haben wir Lust immer zu kicken. Das macht auch Spaß, ne? Kicken weg. Ach, herrlich. Also wie gesagt, Artikel 13, 9a, 11 etc., egal was. Also das ganze, die ganze Verordnung mit den Daten stimmen vor und hin. Ja? Das ist, wie gesagt, Unterschriften abgeben, Cookies bestätigen. Ja, also hallo, ich muss heute die Cookies annehmen. Bei einigen muss ich die Cookies annehmen, die Daten kann ich gar nicht wegklicken. Ja? Das hat es vorher alles nicht gegeben. Also 30 Jahre World Wide Web, den sogenannten Datenträger, der also die Daten im Netz hin und her fährt sozusagen. Der feiert jetzt 30 Jahre und ich hoffe, dass Sir Tim eine neue Sache da erfunden hat, einen neuen Datenträger, der vielleicht noch mehr Schutz bietet oder überhaupt Schutz bietet und vielleicht auch nochmal klar macht, for the web, ihr könnt ja googeln. Ja, ihr könnt es googeln, for the web. Wie gesagt, hier ist er, der Rechtsanwalt, also der Rechtsanwalt in seinem Urlaub, der wie gesagt gegen Artikel 13 und sich auch momentan genauso, also er hat auch einige Trolle, also richtige Trolle, politische Trolle, so richtig mit Namen, die ihn dann angreifen, die NRZ ihn angreift, da, dass er damit nur Geld machen will, dass er der Vorreiter ist gegen Artikel 13. Man muss mal immer einen Buhmann finden, ohne Buhmann geht es ja nicht. Ja, wie gesagt, Artikel 13 kann man an sich nicht viel zu sagen, denn auf eine Art, wenn ich die Mütter und die Väter höre, die dann sagen, Gott sei Dank, dann hört mein Junge endlich mal auf mit dem Quatsch, ja? Weil Mütter und Väter finden nicht so toll, was Jugendliche manchmal da bei YouTube machen. Es gibt natürlich auch welche, die sagen, ich werde YouTuber, ja? YouTuber ist überhaupt kein Beruf, also ich wüsste nicht, dass das ein anerkannter Beruf ist, ein YouTuber. Und die Legende vom viel Geld verdienen, naja, wenn die so viel Geld verdienen, dann verstehe ich nicht, warum die YouTuber bleiben. Aber die hören ja auch mittlerweile auf. Es gibt auch welche, die 1,9 Millionen Follows haben und trotzdem aufhören wollen damit. Es gibt natürlich auch viele, die einem großen Konzern angehören. Die halt gesponsert werden. Ihr seht, super tolle. Dass das hier nicht super toll ist, ist klar. Ich gebe jetzt für diese Sendung kein Vermögen aus, damit das eine wahnsinnig tolle Sendung wird, dass ich damit sehr viele Follows erreiche, damit ich sehr viele Zuschauer erreiche, müsste ich jetzt sehr viel Geld ausgeben, das perfekt ausleuchten, perfekt vertonen und wie gesagt mit einem Skript arbeiten, weil ohne Skript kann man keine Perfektion machen. Das ist jetzt aus mir heraus, was ich mir anerlesen habe durch das World Wide Web. Ich habe ihm zugehört, dem Rechtsanwalt von WBS in Köln, Urheberrecht. Ich habe euch zugehört, ich habe sehr vielen zugehört, ich habe gestern der Demo zugehört und ich höre mir das manchmal auf 21 Quadratmeter in 7.1 an, wenn ihr gute Tonqualität habt, wenn ihr gute Bildqualität habt, macht es Spaß. Ja, sitze ich da, schaue mir das an und erkenne dann die Wahrheit. Und die Wahrheit ist halt World Wide Web, der Datenträger, der die Daten im Netz trägt. Das www, ohne die drei Buchstaben, www könnt ihr ja gar nicht, und http, ja, /, Doppelpunkt, und dann gebt ihr ja euer www an sich ein. Mittlerweile brauchen wir www ja nicht eingeben, sondern ist schon implantiert. Ja, ihr gebt einfach nur ein Facebook, zack, gebt Facebook auf und so weiter. Also dennoch, das www ist immer noch da, das World Wide Web ist der Datenträger. Darauf laufen die Daten, also sagen wir mal so, drei Ws laufen vor euren Sachen vor. Auch das, was du da schreibst, auch das, wenn du dich anmeldest. Ich finde es super toll, dass du dich anmeldest. Ich finde auch super toll, dass du unbedingt einen Troll darstellst. Ich finde es super toll, dass du beleidigst, weil ich das toll finde, weil das muss man erstmal haben. Ja, man muss erstmal einen haben, der sich die Mühe gibt, sich anzumelden, damit er da drunter schreiben kann, sein Pamphlet. Ich finde das toll. Ich finde das toll. Ich muss schon sagen, also habe ich mich also habe ich mir richtig gut Mühe gegeben. Also bin ich stolz. Nein, ich bin stolz, dass es da Menschen gibt, die sich ein Trollverhalten eröffnen, weil das Netz ja inkognito ist.
Ja? Gut, das Netz soll auch inkognito bleiben, das haben wir auch jedem Kunden gesagt. Bitte melden Sie sich nicht mit Ihren richtigen Daten an und melden Sie sich auch bitte nicht richtig an. Ja? Aber mittlerweile haut ja jeder alles rein. Ich bin Dr. Klaus von Ratzenburg und finde das auch noch toll, dass er Doktor von Ratzenburg ist. Und wir sagen, nein, das ist falsch, tut es nicht, aber egal. Also noch einmal, das World Wide Web wird 30 Jahre alt. Das World Wide Web gehört Sir Timothy Berners-Lee und seiner Foundation. Das ist Fakt. Ob jetzt was Neues kommt, kommt nicht. Ich könnte jetzt was Neues einbringen, tue ich jetzt nicht. Ihr wisst ja, die neue Datentechnik, Streamen. Wir gucken Netflix, wir gucken YouTube, wir gucken Amazon Prime, demnächst Disney Plus. Ja, da sind wir ja auch nochmal bei der Star Wars Legende. Wie gesagt, auch da ist es ja leider anhand dieser Püppchen, Figuren, Spielwaren, Plastik zu exponentiellen Ausbrüchen an Preisvorstellungen gekommen. Wir verkaufen, sagen wir mal, eine Figur oder 10, 20 Figuren für 100 Euro. Gut ist, tschüss ist. Der Kunde kommt dann wieder, hat man mir gerade 600 Euro für geboten. Ja, sag ich, so in Ordnung. Hast du doch 500 Euro Gewinn gemacht. Ist doch okay. Wir können jetzt nicht, eine Firma kann jetzt hier nicht hergehen und Börsenpreise spielen. Wir haben zum Beispiel eine Tasse angeboten für 4,50 Euro. Die Oma wollte diese Tasse kaufen. Dann hörte man die Schwiegertochter schreien, lass das bloß sein, wir kaufen bei Amazon. Ja, und dann habe ich mir bei Amazon die Tasse angesehen, die kam da 41,95 €. Fröhliches Kaufen bei Amazon. Hier hätte die Tasse 4,50 Euro gekostet. In einem 1-Euro-Shop sicherlich, sagt das Wort schon, 1 Euro. Aber nein, man kauft ja bei Amazon für 41,95 € dieselbe Tasse. Tut es, macht es, ist okay. Also meiner eine ist Händler, ich handle. Und ich bin kein Sammler, ich will auch kein Sammler sein, ich handle und sammle keine Star Wars Einheiten. Punkt. Ich sammle und bin auch kein Fan von Star Trek, bin auch kein Trekkie, ziehe mich auch nicht kultig an. Als Filmautor denkt man sich einen Film aus, als Filmautor denkt man sich einen Clip aus und freut sich jetzt mittlerweile. Man ist regelrecht enttäuscht, wenn so ein Troll nicht darunter schreibt, wenn so ein Troll sich nicht anmeldet. Das ist schon, ne? Man kann ihn nicht immer entfernen, manchmal lässt man ihn auch und dann entfernt man ihn, den Troll. Ich finde das stark. Ich finde es das stark, dass da, wie gesagt, behauptet wird, man hat keine Ahnung. Wenn man keine Ahnung hat, wie kann man dann Firmen gründen? Ja? Wie kann man dann Firmen am Markt halten und dann 50 Jahre? Ich finde das hochgradig interessant. Ich finde das hochgradig interessant, wie heute ein Umkehrschluss ist. Wir haben unseren Vätern von Bit and Byte zugehört. Wir haben dieses Bit and Byte kennengelernt, ja, wie das auf den Weg gebracht wurde. Wir haben die Programmiersprache gesehen. Wir haben gesehen, wie das Ganze zusammengestellt worden ist. Was dabei herausgekommen, dass man verschiedene Geräte zusammengesetzt und aus diesem Satz dann etwas konzipiert hat, auf den Weg gebracht und daraus ist was geworden. Es ist das World Wide Web geworden, die 3WW. Und darauf die Infrastruktur und das Ganze drumherum. Nur, dass jetzt Konzerne plötzlich an die Daten wollen, dass Politiker plötzlich an die Daten wollen, in der Behauptung, es wäre Datenschutz. Nee, das ist Datenklau. Wenn man doch alle Daten hat von jemandem, dann ist doch kein Schutz mehr da. Ja, dann hat doch alles freigegeben. Wie soll man sich denn da schützen? Schützen kann man doch nur, indem man den Mund hält. Du bist nicht der Klaus, du bist nicht der Hermann, was weiß, du bist ja wie er hier, Dr. Wisnowski. Ne? Ja, genau. So, wie gesagt, ein YouTuber kann vielleicht viel Geld verdienen, wenn er ein gutes Marketing hat. Einige hatten halt Glück, Alex zum Beispiel, der arbeitet jetzt für Saturn und Mediengruppe. Und diverse andere hatten auch großes Glück, sie sind aber alles keine Stars und auch keine Sternchen. Jeder Kunde kennt keinen. Er kennt ja noch niemals das Internet. Woran das liegt, weiß ich nicht. Wir sind 83 Millionen. Und 83 Millionen sind wir lebend hier in Deutschland, in 16 Bundesländern. In Berlin sind dadurch 4,2, hier in der Stadt 560.000. Und von den 560.000 sind vielleicht 10% online, davon 2 oder 3% ständig online, weil sie ja nichts anderes zu tun haben, wie online sein.
Der Rest ist gemischt online. Wir haben sehr viele Kunden, die sagen, no, no, nix da, kein Facebook, nein, danke. Und bei YouTube gucke ich mir halt die Filmchen an. So, ich mache jetzt Filmchen für meine Kunden, ich mache jetzt Filmchen für meine Trolle, ich mache Filmchen für alles Mögliche und habe Spaß. Ich habe Spaß als Filmautor. Richtige Filme kosten Geld. Richtige Filme kosten Geld. So 10.000, 15.000 kostet schon mal eine Folge. Ist so. Die ganzen Leute bezahlen, das Drumherum bezahlen, das ganze Equipment bezahlen. Wie gesagt, ist halt so. Das hier ist wie gesagt Streaming. Das hat jetzt jemand, keine Ahnung, steht nicht drunter, wer das Bild da online, viele haben ja ihre Bilder online gestellt, da haben wir ja auch so ein Problem. Was ist denn mit den ganzen Cloud-Bildern? So, das hier ist ja jetzt Cloud-Bilder. Da steht jetzt auch nicht bei, wer das da ins Netz gestellt hat. Das sind Bilder, die halt zu dieser Zeit passen, die von Google durch die Google Cloud uns hier auf den Fernseher übermittelt werden. Ja? Das ist Streaming, also habt ihr ja gesehen. Und früher stand auch der Name, wer das da on air gestellt hat. Kann sein, dass das ja jetzt ein 16:9 Bild ist, zu groß, dass der Name fehlt oder so. Durch Updates entstehen nämlich auch neue Stream-Modelle. Das ist halt so. Manchmal hat man das ganze Bild, dann kann man 1:1 scrollen, wenn man da, sagen wir mal, vom Smartphone rüberwirft oder vom Computer rüberwirft. Also die, die Ahnung haben, was Stream bedeutet, ist manchmal durch ein Update alles anders. Ja, wir haben jetzt hier nur eine Uhrzeit. Wir haben jetzt nicht den Namen, der das Bild zur Verfügung gestellt hat. Es, zu Hause steht immer alles da. Marissa aus United Kingdom hat das Bild dann und dann ins Netz gestellt. Also zum Beispiel. Also das, in dem Fall merkt ihr doch, Artikel 13 kann ja irgendwie nicht stimmen. Ja? Das kann ja gar nicht funktionieren. Google wirft diese Bilder auf Streamfernseher. Weltweit. Ja? Jeder, der Ahnung hat, der Bilderrahmen hat, die halt am Netz angeschlossen sind, werden die Bilder auf die Bilderrahmen übermittelt. Da haben wir doch auch so einen Fall, oder? Also Artikel 13, 11, 9a, ich meine, die gesamte Verordnung kann nicht stimmen. Ja, die gesamte Verordnung kann nicht stimmen, wenn jeder weiß oder jeder kennt jetzt den Eingriff hier, kann am Schaufenster seine Daten eingeben, dann kann ich die Daten hier sehen. Ist ja nicht normal, oder? So, und deswegen gibt man die Daten nicht frei, ja, das WLAN gibt man auch nicht frei. Und somit ist die Sache erledigt. Aber es gibt ja viele freie WLAN. Wenn man dann alles eintippt oder eine Clone eintippt oder einen Name eintippt, ja, wo man gerade sitzt, bei Dürbe zum Beispiel, und dann wirft Dürbe über sein System alles hier raus, sogar mit seinen eigenen Werbeeinheiten oder mit seinen eigenen Werbeeinheiten. So, also wie gesagt, ist halt so. Ihr seid hier bei Ultra HD Web TV, Sondersender NRW TV. Und für uns ist das ein reines Experimentieren, reinen Spaß haben, mit der Kamera arbeiten, mit dem Licht arbeiten, mit dem Kunden arbeiten, mit dem Kunden zu philosophieren über die neuen Themen. Aber ich finde es toll, dass es auch Trolle gibt, die einen verfolgen, ja, Trolle, die einen verfolgen, die dann Sachen reinschreiben. Ich finde es toll, weil sich so viel Mühe zu geben, sich anzumelden, um nur was drunter schreiben zu können. Hauptsache, man will ihn ärgern. Ihr ärgert mich aber nicht, weil ich es toll finde, weil dann habe ich alles richtig gemacht. Wenn da nichts drunter steht, also kein Troll oder so, ja, dann hat man da irgendwie, na okay, dann eben nicht. Es muss jetzt nicht immer jeder ein trolliges, rolliges Wort drunter schreiben, irgendwelche anderen Prologe da, keine Ahnung, oder Dialoge. Oder Monolog, egal. Ne? So, also wie gesagt, im Moment frage ich mich, was die ganze Hype soll über Artikel 13. Einer vorhin hat 5.000 Euro Kopfgeld ausgegeben da bei YouTube. 5.000 Euro Kopfgeld für Herrn Voss. Und also ich weiß nicht, was das soll. Ich meine, Sir Timothy Lee, Berners-Lee, er hat an sich recht. Der ganze Hass, Quatsch da und das alles. Ich bin gespannt, welche Algorithmen er jetzt geschrieben hat. Ich bin gespannt, wie das neue World Wide Web funktioniert. Wie dieses neue World Wide Web trägt.
Wie gesagt, es wird im Mai vorgestellt. Ich höre mir das, ich werde mir das anhören. Wie gesagt, bin jeden Tag bei der Worldwide Foundation unterwegs. Ich habe auch viele, die mir da Videoclips bringen. Ich soll auch Videoclips machen. Warum ich for the web bin, hört sich alles gut und schön an. Ich bin dafür, ist in Ordnung. Aber ich bin kein Online-Junkie. Ja? Ich gucke jetzt auf mein Zeiteisen und sage, ihr könnt mich mal. Vor allen Dingen die Trolle, ihr könnt mich mal. Ich freue mich, wenn ihr da wieder drunter schreibt, eure Pamphlete. Ist in Ordnung. Die, die mich vielleicht verstanden haben, worum es geht. Ja, Artikel 13, 9a, 11. Dann, wie gesagt, der Anwalt, der halt auch versucht, da, natürlich verdient ihr dadurch Geld. Also er kann jetzt sagen, was er möchte. Also alle, die 1,9 Millionen Follows haben, die 500.000 Klicks haben, die als Redner vor der Kamera, die da irgendetwas machen, verdienen natürlich das Geld. Deswegen machen sie es ja. Ich mache es jetzt halt, weil ich Spaß daran habe. Ich habe Spaß daran, vor der laufenden Kamera zu sagen, meine lieben Freunde, die Wahrheit sieht ganz anders aus. Die Wahrheit sieht ganz anders aus und hat mit Datenschutz nichts zu tun. Datenschutz ist, wenn man seine Daten keinem sagt. Das ist Schutz. So einfach ist es. Aber da ihr ja alle Daten sagt, ja, und alle Daten freigebt, ist das natürlich kein Datenschutz. Ist halt so. Das World Wide Web als Träger war gedacht, zum Abschluss, dass jeder jedem was gibt und der kann damit arbeiten und weiterarbeiten. Das war an sich die Idee. Dass dann ICQ kam über Pro7, ja, ICQ wäre jetzt zum Beispiel nur am Piepen, ja, der Rechner wäre nur am Piepen, du bist online, was machst du gerade? So, und dann war das weg. Dann kam Undo.de Community, das war eine Oberfläche, wo man wunderbar arbeiten konnte und wo wir eine riesengroße Community waren. Eine verdammt gute Community, bis natürlich dann die ersten Trolle kamen, die dann anfingen, da gegenzuarbeiten. Die Firma Web.de hat das Undo.de Community dann entfernt, ist ja dann verkauft worden, gehört ja jetzt zu 1&1. Und nach kam Google. Google hat alles aufgekauft mit Sony Entertainment. YouTube aus Belgien ist dann auch Google geworden. Also alle kleinen Unternehmer, alle kleinen Plattformen haben abgegeben, haben sich verkauft oder haben zugemacht. Und wenn jetzt Artikel 13 kommt, würde ja noch mehr zugemacht. Geht ja gar nicht anders. Weil die Parameter, die da hochgefahren werden, kann keiner einhalten. Geht gar nicht. So, ich wünsche euch was, viel Spaß etc. Und schreibt mal wieder schöne Pamphlete drunter. Aber die, die es verstanden haben, worum es an sich geht, dass Datenschutzverordnung kein Datenschutz ist, sollten mal wirklich drüber nachdenken, dass diese Datenschutzverordnung mal gekippt wird. Dass da mal eine Revision eintritt, dass da mal sagt, stopp, so nicht, bis hierhin und nicht weiter. Es gibt einen tollen Film, der schreibt da, ich habe die Schnauze voll in dem Film und ist nicht schlecht. Den Film sollte man sich angucken, aber nein, die Redakteure des Moderators, der vor der laufenden Kamera geschrien hat, weil er sauer war, ja, schmeißt eure Fernseher raus, entledigt euch der realen Medien. Der Film war gar nicht mehr so schlecht, aber sie hat ihn ja dann natürlich ziemlich stark vermarktet und hat dann dadurch sehr viel Geld verdient. Also denkt mal drüber nach, über das ganze World Wide Web und Realfernsehen, Politiker. Also das ist an sich eine riesengroße Showbühne. Was anderes ist es nicht, ja. Kleinstfirmen müssen sich ständig neu erfinden, schließen 24 Stunden, wieder neu erfinden, wenn sie online da Kunden, also es ist ein Riesenaufwand. Ja, es ist ein Riesenaufwand, seine Kunden Bescheid zu sagen. Übermorgen heißen wir nicht mehr A, sondern B. Wir machen aber dasselbe wie damals unter A. Aber es heißt halt B 3 Jahre lang, dann heißen wir C, machen aber dasselbe wie A. Wir machen immer dasselbe, aber alle 3 Jahre schließen wir wegen der Datenschutzverordnung. Also, nee, also, das ist keine Datenschutzverordnung. Das ist die größte, ja, ist der größte Wahnsinn aller Zeiten, den jemals ein Politiker auf den Weg gebracht hat. Ja, ist halt so. Müssen wir durch.